Yo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von GTA 3, Freunde. Ja, heute geht's natürlich weiter mit GTA 3. Ihr seht schon jeden Tag ein Video, ich bin wieder fleißig am Start. Ich werde jetzt einen Wochenplan aufstellen und den werde ich dann wahrscheinlich Ende der Woche dann bekannt geben, an welchem Tag welches Spiel kommen wird. Morgen kommt natürlich dann auch Emily Wants to Play 2. Habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, weil ich mich wieder mächtig einscheißen werde. Aber jetzt geht es natürlich erstmal weiter mit der zweiten Folge von GTA 3. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal aufs Spiel starten und sind dann gleich direkt im Spiel, ja, Freunde. Bis gleich. So, wir sind direkt bei der ersten Mission. Ich bin einfach direkt mal hingefahren. Ankommen bei Luigi. Und zwar Pump Action Thriller. Natürlich mit seiner Holzhand erstmal gegenklopfen. Hey, Plastikmann. Jetzt wird es langsam interessant, und zwar kriegen wir eine Knarre. So. Boah, ich weiß noch, dieses Auto, es war so geil. Das hat richtig Power gehabt. Der Sound war auch eigentlich richtig geil. Da heißt erstmal direkt zum Ammunition. Bis gleich. So, da vorne fährt der Kollege auch. Ich muss nur kurz hinten rein und die Knarre holen. Die Steuerung ist echt. Aber egal. Okay, wir müssen ihn jetzt irgendwie. Ach, was, aus dem Ort schießen kann man natürlich nicht. So. Da anvisieren. Ach, die Steuerung. Ups. Da habe ich außen auf meinen zweiten Bildschirm getappt. Ey, was ist das denn? Ja! Ja! Haben wir ihn. Oh, hat uns aber richtig gut gedamaged. Das Auto zieht man direkt sowas von ab. Zieht euch meinen Sound rein. Was ist das denn? Egal, direkt. Ach, wisst ihr, brauche gar keinen Cut, man. Ich fahre einfach direkt rüber zur nächsten Mission. Oh. Zack. Aber unser Leben ist echt kritisch gerade. Ey. Ey. So. Direkt rüber zu Luigi natürlich. Der Bullenball. Oh nein. Oh nein, ich ahne Böses. Also sind wir quasi nur der Chauffeur. Das ist auf entspannt. Das machen wir natürlich direkt. 5 Minuten Zeit. Zack, die erste steht direkt hier vorne. Mit dem Auto sollte eigentlich kein Problem sein, außer es fliegt natürlich direkt in die Luft. Boah, dieser Drift, göttlich. Ich fahr direkt dran vorbei. Steig ein. Los. Was das große Problem ist bei diesen elften GTA-Teilen ist, ganz einfach, und zwar... Ah, ist sowas? Ich hätte so geraged. Zweitens, es gibt halt keinen Navi-Weg. Man muss den Weg halt... Oh, du Scheiße. Wirklich selber finden. Das ist ein bisschen problematisch an der ganzen Geschichte. Okay, wir müssen nach rechts. Zack. Eieieiei, die Steuerung. Der Auto ist auch schon am Qualm. Das heißt echt nichts Gutes. So, aber Nummer 1 ist da. Auf zu Nummer 2. Nummer 2 ist da. Nummer 3 ist da. Nummer 4 natürlich. 5. Und mein Auto ist kaputt gegangen. Nee, weil wir schaffen 5 mit dieser langsamen Kiste, aber es war's auch. Wenn die jetzt steht, Mission fehlgeschlagen. Mission erfüllt! Nice! 200.000 auf unseren Mac-Mac. Und die nächste Mission ist direkt hier vorne. Direkt mal hinbrettern. Wie läuft der denn? Ach nee, haut mit dieser Telefonzelle. Letzte Folge ging's da gut zur Sache. So, zack. Seitlich, Bob.
Adieu, Chunky Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Mhm, okay. Ja, jetzt müssen wir den kalt machen auf jeden Fall. Und nicht lang schnacken. Wir sind in 3, 2, 1. Und zack, wir sind da. Ich hab mich kurz oh shit. Williams, die Stock ist schneller als schnell. Hallo. Nein. Wechselt die Waffe. Was? Und der haut ab. Dieser kleine. Ey, die Steuerung, ich schwöre auf alles. Jeder, der das heutzutage spielt, der tickt aus bei der Steuerung. Wirklich, weil die ist. Empfindlichkeit ist 300 gefühlt. Aber den holen wir uns jetzt, den Kollegen. Den holen wir uns. Und links auf der Karte, ihr seht schon. Der grüne Punkt, der abhaut. Fährt auch Motorrad weg. Auto. Natürlich. Ich wette. Mein Auto explodiert schneller als seins. So. Weil unser schon im Qualm ist. Wohin? Bleibst jetzt mal hier schön stehen. Er kann dran vorbeifahren, ich nicht. Jetzt bleib doch mal stehen, du Frühlingsrollenverkäufer. Ey. Ich habe nämlich noch eine Uzi, die ich aufgesammelt habe. Aber unser Leben ist auch schon wieder. Kittig. Sind wir beim Autoscooter oder was? Ey. Jetzt bleib stehen. Jetzt mal ernsthaft, wie viel Schüsse hält denn seine Undertaker-Karre aus? Jetzt bleib stehen. Der will mich auseinandernehmen, ohne Spaß. Der will mich einfach trollen. Ey. Warum brennt denn seine Karre auch nicht? Meine explodiert ja gleich. Jetzt. Bam! Zack. Der rennt weg. Guck, wie der läuft. Bam, Digga. 10.000. Sehr, sehr stabil. Direkt zur nächsten Mission. Wir sind gut in der Zeit. So, Leute. Der Geldtransport. Oh nein. Hört sich nicht gut an. We're gonna hit the payroll first. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. Then take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Ich weiß jetzt schon, das endet in der Katastrophe. Ich weiß das einfach. Entweder werde ich erschossen oder mein Auto explodiert. Eins von beiden, 100%. Okay. Wir nehmen uns dafür natürlich direkt mal das Taxi. Und bis gleich. So, der kommt um die Ecke gefahren in 3. Was macht er da? Der steht da. War 1, boom. Direkt hinterher und wir haben direkt 1 Stern. Aber der nimmt auf jeden Fall gut Schaden. Ich glaube, ein LKW wäre echt sinnvoller gewesen. Weil der Taxi qualmt doch schon. Fahr darüber und knapp. Mein Auto explodiert gleich. Und wir haben einen Stern. Ja, das ist gut, so kann er weitermachen. Zwei Sterne, oh nein. Unser Auto geht gleich kaputt. Komm, wir haben ihn fast. Ich bin die Cops nicht auch dran. Ja, Schüsse auch auf unseren Nacken. Komm, wir haben ihn fast. Ja, rammt ihn.
Nein! Steig aus! Steig aus! Ich hab grad gedacht, vorbei. Nein, 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 lauf, 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 Bruder, lauf, 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 gib Gas, gib Gas, gib Gas. Komm, 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 komm. Jetzt haben wir noch die Bullen im Nacken, das ist ganz schlimm. Oder? Komm gar nicht hinterher, wir sind zu schnell. Okay, dann sehen wir uns gleich beim Ziel, bis gleich. So, wir haben es geschafft. Nein, da. Bup. Raus aus dem Fahrzeug. Natürlich. Er dreht sich auch nicht um. Er läuft einfach rückwärts raus. Mission geschafft. Wir haben schon... Wie viel haben wir? 53.000. Nochmal 20.000 dazu. Dann können wir arbeiten. Eine Mission geht auf jeden Fall noch zwei. Oh, eine Textmessage. Direkt mal wieder zu Joey. So, Joey. Mission? Here's the guy I was telling you about. I listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Yeah, Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant in St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Das hört sich gut an. Wir sind guter Fahrer. Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Oh, das ist ein richtiges Mafia-Auto. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Ach du Scheiße. Da fett aus die Karre. Das ist wirklich geil. Auto ist einfach Mafia. Ja, fahren wir mal zur Wäscherei. Chinatown. Gleich. So, Chinatown ist da. Ich hoffe, wir müssen wirklich nur fahren und nicht jetzt irgendwie... Okay. Ja, einfach ein Basie rein. Der macht den groben Scheiß alleine. Im Kopf gewackelt hat. Oh oh. Oh oh. Das heißt jetzt gerade aktuell nichts Gutes. So, wie zum Thema Auto soll nichts rankommen, wurde repariert, der hat ein paar Einschusslöcher bekommen. Das Auto gibt gut Stoff, das gibt echt gut Stoff. Aber wir sind direkt da. Da war, der kommt davon, wenn er so cooler hinläuft. Mit einem Basie rein. Okay. Das war's, der Weinmission. Einmal kurz hinfahren, wieder zurückfahren. Kein Problem. Dafür gibt's 3000. Nicht schlecht. Sollen wir... Ne, wir machen gleich Mission bei ihm. Wir machen erstmal bei Joey. Weil er hat dann, wie gesagt, einen guten Fahrer, dies, das. Bis gleich. So, Joey ist da. Mal gucken, was der jetzt will für einen guten Fahrer. Der tote Passagier. Beautiful. Just beautiful. Der in seinem Strandbuggy. Right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Okay, dafür braucht er einen guten Fahrer. Ist doch kein Problem für uns. Schon gleich überall Cops, dies, das. So, wir sind beim Auto angekommen. Ich muss ja leider das Mafia-Auto abgeben. Sehr, sehr schade. Hätte eher speichern nehmen sollen, aber egal. Ich wusste es. Ja, da geht's auch schon los. Ja. Okay. Die wollen Verfolgungsjagd, die kriegen die. Und sind zu blöd zum Fahren. Guck mal, das ist auch kein Katz, sondern... Oh, oh. Danke für den kleinen Boost. Nehmen aber gut Stoff. Polizei, Hilfe, Hilfe, Polizei! Zack, zack. Oh, 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 oh. So Manöver lass mal besser sein. Wir sind hier nicht bei GTA 5, sondern hier kippt das Auto einfach um, dann ist vorbei.
So. Oh Gott, oh Gott. Yo, Papi. Zack. Sind wir da? Sind wir da? Sind wir da? Hier runter. Zack. Zack. Ich hoffe, ich fahre gerade richtig. Jawohl, die ist unten links. Die Frage der Fragen, kann ich einfach runterfahren? Ja, kann ich. Zack. Raus aus dem Fahrzeug. Kommt das Magnet. So, die wird gepresst, aber wo kommt der raus? Kommt der hier raus? Ja, Würfel. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Wo geht der hin? Oder hinten? Wir schauen einfach mal kurz. Wer kommt da raus? Magnet geht durch den Deckel. Das ist eine neue Technologie. Ja, das war's mit dem Auto. Aber wo kommt's raus? Hier? Nirgendwo. Es bleibt drin. Okay. Ich würde sagen, eine Mission können wir auf jeden Fall noch erledigen. Bis gleich. So, letzte Mission für heute. Mal schauen, was uns bei letzten zu erwarten wird. Die Flucht. Oh nein. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. Okay. In the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. Ihr seht, ey, haut jetzt mal ab hier. Ja, gut. Wir müssen den Transporter mal hinbrettern. Vor 5 Uhr, wir haben 7.31 Uhr. Wo es sind ja immer Sekunden, also nicht lang Zeit. Bis gleich. So, wir sind direkt angekommen. Guck auf die Hupe. Wir haben so einen richtigen Wagen dafür. Die können einfach hinten reinspringen. Oh je, okay. Ich habe echt kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Aber werden wir natürlich direkt machen. Und wir sind auch direkt da. Bleiben wir hier durch, zack, zack, bup, bup. Ich bin mal gespannt, was die jetzt da anrichten. Mein Auto qualmt ja auch schon. Gleich kommen wir Mission fehlgeschlagen. Auto explodiert. Das denn? Oh. Okay, wir können auf jeden Fall einstellen, direkt wegmachen, weil da vorne habe ich nicht gesehen, so ein Handlungsding. Weil. Und da stehen auch direkt die Cops. Nice. So. Zack. Oh Gott. Brems. Oh. Wir müssen natürlich. Ich habe gedacht, komm, altes GTA. Vielleicht machen die mal ein Auge zu. Nein. Wie soll ich jetzt die Cops. Wie soll ich in so einer Karre die Cops abhängen? Zwei Cops. Einfach driften. Und die schießen auch. Oh. Der eine ist schon mal stecken geblieben. Da ist noch ein. Da ist einmal hier rein. Bupp. Zack. Kann ich hinten gucken. Wo kommt der denn schon wieder her? Ey, das ist... Also ich brauche entweder ein Paint and Spray oder ich muss die Autos kaputt machen. So schon mal gar nicht. Ey, wo kommen die alle her? Die haben alle neue Autos. Ja, ich würde sagen, ich mache einen Cut. Und bis ich die Cops abgegangen habe, bis gleich. Komm, 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 komm. Ich hab's jetzt extra drin gelassen. Wirklich
wenn es hochkommt, eine Sekunde noch und das Auto wäre explodiert und Mission fehlgeschlagen. Das war so knapp. Ich hätte mich so aufgeregt. Ja, weg hier. Wir haben es geschafft. Oder? Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 30.000 dazu bekommen. Also sind jetzt bei 95.000. Und ich würde sagen, das war's auch für die heutige Folge GTA 3, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne Werte von mir. Jetzt kommt da wieder. Check meinen Partner im OGA übrigens noch aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen bei Emily Wants to Play 2. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Und ciao.